Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor das Video beginnt, bevor die Playoffs weitergehen, möchte ich sagen, ich bin wieder etwas krank mit Schnupfen. Also nur das, sonst ist alles gut. Aber ja, nur dass ihr euch nicht wundert, warum das so klingt. Aber ich möchte kein Video ausfallen lassen, weil es ist so geil. Klar, wir liegen jetzt hier gerade 2:7 gegen Bremerhaven, aber enge Partien, die leider nicht für uns gewonnen wurden. Wir haben jetzt einfach schauen, wie es wird. Die anderen Partien haben wir geschaut. Und wir werden die entscheidende Partie spielen. Wenn es jetzt das 3:1 ist für Bremerhaven, werden wir die Partie spielen. Aber ich hoffe, wir kommen zurück. Ich möchte nämlich sozusagen, entweder wir fliegen raus. Ob ich ja gewinne, ist die andere Sache. Das ist ja das Ding. Aber es wäre jetzt gut, wenn wir für unsere gute Leistung belohnt werden würden. Aber man muss auch sagen, im letzten Spiel war es, glaube ich, nicht allzu gut. Ich hoffe, dass es nicht das andere war. Aber das erste Drittel vorbei. 0-0 in Time Warning. Graf ist im Tor. Warum ist Graf im Tor? Okay, also anscheinend. Gudlewskis müsste im Tor sein. Franz Repp. Entweder sind beide. Okay, wer lädt? Ja, unser Angst. Mann, wenn man das. Ja, Krön und 2:1 Bremerhaven Trainingpartie. Ach, Jungs, 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 weiter kommt, immer weiter. Und es wird auf jeden Fall eng, aber Nöbitz, 2:2 im Powerplay, sehr, sehr stark. Marcel Nöbitz und Bremerhaven im Powerplay nicht genutzt, wichtig, kommt, Jungs, irgendwie. Ja, Tischenau, bitte, bitte macht es, Jungs, bitte. Jawohl. Wir holen uns die Partie. Somit steht die Serie wieder auf Unentschieden. 2:2 steht es jetzt hier. Bei Augsburg auch 2:2. Adler 3:1. Und Iserlohn und Ingolstadt 2:2. Oh, das wäre so gut. Jetzt zu Hause das Ding holen mit den Fans. Mit so vielen Fans vor allen Dingen. Aber Sieger Jeglitsch 1:0. Ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, und zwar Detroit geht ja dann auf jeden Fall weiter, die Saison und so weiter. Aber ja, ob jetzt schon die nächste mit Straubing kommt oder mit einem anderen Team, das wird sich jetzt zeigen. Oder ob ich jetzt sage, mach jetzt nur noch Detroit Red Wings und dann nächstes Jahr geht es dann direkt rein mit Straubing. Oder so Müller 1:1, wichtig. Und 2:1, Elis, wir drehen die Partie. Das muss jetzt noch entschieden werden, auch wie lange jetzt noch hier das alles geht, weil das wird sich schon noch ein Stück ziehen, wenn man weiterkommen wird hin. Deswegen, und Detroit macht mir extrem viel Spaß, ich hoffe euch auch. Ja. Und glaube dann, ja, 3:1 Bolchak. Unser Vertrag läuft ja jetzt aus dieses Jahr, glaube ich. Da könnt ihr auch schon mal sagen, oder ob ihr bleiben würdet, ob ihr da weiter bei den Team bleiben würdet oder ob ihr sagt, nee, das Team hat kein Potenzial, ist zu inskont. Ja, keine Ahnung, es läuft halt einfach, nee, Trainer funktionieren, nee, obwohl man jetzt sagen muss, den Aufschwung gab es ein Stück weit. Wir spielen gut, belohnen es aber noch viel zu wenig. Aber jetzt erstmal weiterer Fokus auf Berlin versus Bremerhaven. In Bremerhaven, in Fishtown. Auf jeden Fall ist das da auch ein Hexenkessel. Wird eine harte Partie. Ich denke, hier wird es um jeden Millimeter Eis gehen. Lange nicht gespielt, kann man sagen. Aber verlernt haben wir es nicht. Und da war die dicke Chance. Aber muss auch sagen, letzten drei Partien drei verschiedene Keeper. Also erst war Graf drin. Dann war, wie heißt der? Gudlewskis drin. Und jetzt ist Maximilian Franz Ripp drin. Also, ja. Und da muss man auch sehen, dass sie da zwei Partien gewonnen. Ja, ich. Nee, wir haben nur gewonnen. Alles gut. Ich bin gerade schon ein Stück verwirrt. Boyczak, jetzt hat er mal viel Platz da. Aber Nöbitz im Weg. Schade. Wir können auch jetzt. Stoppt das Video und sagt einfach, ob wir es schaffen oder ob wir rausfliegen. Jetzt ist so die Entscheidung, es kann hier viel passieren, es kann nur sein, dass wir es nicht schaffen und dann 3:3 müssen wir dann hier nochmal irgendwas anschauen.
kann auch passieren. Es ist keine wahrscheinlich oder nicht unwahrscheinlich, dass ich ja auch selbst hier mal verliere. Ist ja auch dieses Jahr schon ein oder das andere Mal passiert. Jetzt, Mick, da ist Byron. Schade, war eigentlich gut gemacht, aber halt, ja, hat ein Stück zu lange gedauert vielleicht, den Schuss da zu nehmen. Aber man muss auch sagen, selbst wenn jetzt Bremerhaven hier rausfliegen würde, die schlagen sich extrem stark. Man hat jetzt auch, ja, sehr gute Comeback-Qualitäten, also eine sehr, sehr starke Mannschaft, eine kompakte Mannschaft, wie in echt einfach. Und das macht Bremerhaven wie hier auch einfach so stark. Tie Warning, da ist Mercioni. Aber Maximilian Franzep hält den Puck fest. Und es geht ins nächste Bulli. Da ist Müller. Müller nimmt den Schuss. Abgefälscht und drin. Widerer. Irgendwie durch die Beine. Der Puck kullert so ein Stück weit. Aber der Puck ist drin. Wir schauen drauf. Ja, saustark. 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 Und was ich auch sagen möchte, es wird hier nicht viel Cuts geben. Es wird einfach das ganze Spiel, dass man das alles so high life miterleben kann. Ich finde es einfach cooler, auch wenn ich selbst damals vor ein paar Jahren da Sachen angeguckt hatte, hatte ich das selbst nebenbei so meine Karrieren gespielt und ich finde das so ein bisschen interessanter. Ich hoffe ihr auch, oder ihr sagt, ja gut, ich möchte nicht viel vom Spiel sehen, ich möchte lieber so nur die Highlights, so dicke Chancen, wenn ihr das lieber wollt, so solche Chancen wie jetzt gerade, schreibt das gerne mal rein, oder ob ihr das mögt, dass einfach so viel zu sehen ist vom Spiel. Oftmals sieht man nur die Chancen und so kann man ja den Aufbau, dies und das. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. 1-0 weiterhin für die Eisbären. Berlin McKenzie stark. 2-1 in schnell geht, weil Novak, ja, nimmt den, oh, Hildebrand ganz stark. Ganz, ganz starker Save. Eminger aber wichtig von Hildebrand. Jetzt ist es wieder Eric Hörtler. Da ist Tiffitz. Tiffitz! Franz Repp. Ja, gut. Macht er stark. Oder hält er einfach souverän. Mauermann. Ja, auch schon eine gute Legende in Bremerhaven. Auf jeden Fall schon lange da. Kai Wissmann. Da ist Tobi Eder. Da ist Grom. Yeah! Stark gemacht von Tobi Eder. Der hat die Sicht von Maximilian Franzrup wegnimmt. Und auch Grumier den Schuss perfekt nimmt. Natürlich ist er vielleicht nicht der überplatzierte Schuss. Aber er sitzt. Und das ist so stark gemacht auch von Tobi, wie er den erst rüberlegt. Auch dass er dann irgendwie ins Abseits läuft. Sau stark. Und da wird es wahrscheinlich mit einem 2-0 reingehen. 40 Minuten, wenn es so bleibt, sind wir weiter. Mal schauen, wie es wird. Ich bin echt gespannt. Es wäre auch krass, ne? Man darf Bremerhaven erstens nicht unterschätzen, einfach weil sie eine gute Mannschaft sind, kompakt. Ne? Ja. Und einfach, weil wir auch hinten lagen und dann die engen Partien verloren haben. Und da kann man schon denken, wenn du die engen Partien nicht gewinnst, dann wirst du nicht weiterkommen. Aber letztendlich haben wir das getan, haben das gut wieder umsetzen können, einfach gar keinen Druck machen, gemacht einfach selbst. Und jetzt ist es Elis. Oh Gott, ja gut. Franz hat den, glaube ich, da auch nicht ganz gesehen. Brugisa, Viking-Start, aber man muss auch hier ehrlich sagen, wir verteidigen das bisher sehr, sehr stark weg. Erstmal Icing jetzt hier. Also auch hier zwei Mann, glaube ich, waren dann direkt wieder an Wikingstad dran. Das ist halt stark. Das, was wir heute hier und allgemein spielen, ist sehr, sehr gut. Eine große Chance, die bleibt mir noch im Kopf, wo Hildebrand guten Reflex zeigt. Aber sonst war nichts Greifbares. Aber jetzt vielleicht Conrad, aber Elis, sau stark. Den Hashblock genommen, aber dann der Fehler, Conrad, aber ja, und das ist das, was ich meine, einfach immer weiter, immer
hinterher versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann ist das so. Aber du hast, klar, du hast den Puck vertändelt, aber du hast wieder alles gegeben, um den Puck wieder zu holen oder den Schuss zu blocken. Und das ist am Ende gelungen. Und das macht uns einfach auch so stark oder hat uns dieses Jahr einfach so stark gemacht. Diese Ich-gehe-den-Schritt-Mentalität, nenne ich sie mal. Ich gehe den Schritt mehr. Auch wenn wir vielleicht vom Etat, Kader-Etat vielleicht höher sind, am Ende sind das keine schlechten Mannschaften und können uns trotzdem schlagen. Und wir hatten auch unsere Down-Phasen, aber die ist genau. Schade, wenn der Pass ankommt, natürlich. Vielleicht wäre der Schuss da das Beste. Play Byron, Deschenau, da ist Eric Mink. Glaubt der eigene Mann. Oh, was ein Save. Von Franz Repp. Ja. Der hätte fast der eigene Mann. Oder hat die sich von Franz Repp weggenommen? McKeoni. Ah, schade. Jetzt schnell die dritte. McKenzie. Aber McKeoni ist saustark da. Auch hier jetzt super Pass auf Eric Hörtler. Der spielt den Puck in dem Randdruck. Da ist Tiffels. Mauermann. Ja, stark. Wieder Tiffels. Novak. Hörtler. Schade, Hörtler. Novak. Der Schuss mit der Maske. Also Franz kriegt hier Dauerschuss. Oder es steht unter Dauerbeschuss. McKenzie, Skylar McKenzie. Starker Check, wichtig. Aber er kriegt den, oder wer Lynch kriegt den Pass oder den Puck irgendwie. Wer war das? Der legt ihn da ganz knapp vorbei. Wer Lynch? Prokisser, Achtung. Prokisser, stark auf Mauermann. Achtung, wer Lynch? Der hat uns schon den Sieg mal gekostet mit seinem Viererpack. Aber das Dritte ist vorbei. 2-0, wieder souveränes Dritte. Saustark, was wir jetzt hier spielen. 6 Schüsse, ja. Aber man muss auch sagen, sie kommen in die Spots, Bremerhaven. Sie hatten jetzt wirklich so Schüsse, die sie einfach daneben legen. Oder schießen halt. Aber die eigentlich sehr knapp sind. Ne? Wenn da irgendwie Strafe für was... Ja, jetzt hat natürlich Bremerhaven die Chance. Bojak, Behinderung, okay, Wolf, okay. Ist jetzt wichtig, dass wir das nicht, dass wir die einfach jetzt nicht ins Spiel kommen lassen. Einfach versuchen jetzt trotzdem aktiv weiter zu spielen. Oh mein Gott. Oh, wichtig. Wissmann, saustark. Hildepent, ich weiß nicht, ob er den zweiten dann gehabt hätte. Weil er lag dann schon am Boden. Und jetzt ist Bremerhaven am Boden. Die Riesenchance von Jan Urbas wird weggeblockt. Und dann der nächste. Ist es ein Fehler oder nicht? Wir schauen drauf. Nöbitz bringt den Schuss hier. Ja, gut, gute Kameraführung, danke. Nöbitz bringt den Schuss. Hier wird er nicht abgefälscht. Hier. Ja, vielleicht von Elis, aber das ist... für mich auch ein Torwartfehler. Zum zweiten, wenn man es so nennen kann, weil der erste Treffer durch die Beine, den hätte Maximilian Franz Repp halten können. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob es ein Torwartfehler war oder nicht. Ihr könnt ja auch nochmal zurückskippen. Aber für mich, er war halt dran, ja. Aber er geht dann trotzdem so ungünstig durch, sage ich mal. Natürlich, es ist so eine schnelle Bewegung immer. Muss man sehen, aber den hätte er vielleicht haben können, weil er eigentlich nicht irgendwie äußerst platziert war. Und McKenzie schlägt zurück direkt die Antwort von den Fishtown Pinguinen. Und somit ist Bremerhaven noch am Leben. Ja, machen das stark, setzen da ein, zwei Mal gut nach. Und dann belohnt es sich zum ersten Mal und hoffentlich zum letzten Mal. Nein! Nicht zum letzten Mal, weil ich den 3-2 Jan Urbas hier gebounce im Torraum. Kann Hildebrand nichts machen und somit steht es 3-2. Genau richtig. Ich habe gerade gesagt, Bremerhaven liegt am Boden. Aber ja, das machen sie gar nicht. Sie geben nicht auf und das ist das, was ich auch gesagt hatte. Jetzt Taiwaning. Schade, dass ich das... Das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Oder vorhin.
Bremerhaven ist eine Mannschaft, die Comebacks kann und jetzt auch uns mehrmals gezeigt hatte. Deswegen hätte ich vielleicht die Wörter, die ich gerade gesagt hatte davor, Bremerhaven liegt am Boden, nicht in meinen Mund nehmen dürfen, weil es vielleicht die falsche Entscheidung war. Aber wir dürfen uns jetzt hier nicht beirren lassen, müssen unser Spiel weitermachen. Wichtiger Check, aber Jan Urbas auf dem Weg zum 3-3 Vöterl. Die Schritt-mehr-Mentalität. Saustark von Vöter. Jetzt Elis. Knapp am langen Pfosten vorbei. Boyczak. Da ist Wissmann. Ja, Boyczak, der ist da. Wichtig. Elis, ruhig spielen. Ja, da kann es auch mal eine Strafe geben, weil Nöbitz wird da ganz schön gecheckt immer. Wissmann, der Schuss. Ja, Virtanen haut sich rein. Jetzt Kai Wissmann. Aber wir machen stark weiter. Ah, Rukisa. Virtanen, saustark. Jetzt der Tiffitz. Freddy Tiffitz. Schade, Grönlund. Ja, schade, auch hier. Bremerhaven macht das gut, nimmt jetzt unsere Rebounds weg und haben Gegenkonter. Jeglitsch. Wir gegen Start. Hildebrand. Jetzt macht Hildebrand einen Fehler. Will mit dem Schläger, ihr habt's wahrscheinlich gesehen, er will mit dem Schläger den Puck wegmachen oder wegschlagen, wie auch immer. Und dann ja, ist Wikingstad eher am Puck und haut den halt in die linke Ecke aus seiner Sicht. Ja, Verlitsch, das gibt's nicht. Wir geben ein 3-0 her. Jetzt Kai Wissmann, Kai Wissmann. Wissmann immer noch. Och mein Gott, Hürtler. Da ist, oh mein Gott, Franz Repp, was ein Save. Das wäre direkt der Schock gewesen für die Fishtown Pinguine. Mackenzie. Mackenzie Verlitsch. Oh mein Gott, Alter. Was war hier los? Und jetzt Hürtler. Come on, Hürtler, come on. Ah, schade. Emming, ah, wichtig, Warning. Byron, geh weg, Warning. Jetzt Blaine Byron. Blaine Byron. Ach, schade. Friesen. Byron ist da. Sau stark, dass er auch direkt wieder auf seiner Position ist. Urbas. Ja, Macrioni. Da ist Byron. Macrioni, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Macrioni. Erst die Aktion wie Ty Warning. Ihr kennt Ty Warning, ist jetzt nicht der Größte. Urbas ist größer. Haut da den Urbas über die Bande. Byron macht das saustark hier. Super den Schuss. Und einfach saustark. Und jetzt alles nach hinten. Alles reinhauen, was es geht. Ob es der Schläger ist, ob es der Kopf ist, ob es das Ohr ist. Was auch immer. Alles reinhauen jetzt. Friesen. Nein. Oh mein Gott, das war so schlecht gemacht oder so schlecht verteidigt von uns. Friesen, Hildebrand, Mick. Ja, schießt den Fisch an. Und jetzt, genau, da ist Blaine. Byron, die Entscheidung. Berlin ist weiter. Bremerhaven ist raus. Natürlich da auch mein GG an die Fishtown. Pinguine, sehr starke Saison, muss man sagen. Auch hier jetzt ein saustarke Comeback hingelegt. Aber Achtung, hier glitscht schon mal. Muss man ehrlich sagen, sau stark. Extrem, extrem stark. Kriegen da meinen vollsten Respekt. Aber wir haben es geschafft. Wir sind weiter. Haben unser Ziel geschafft. Es war kurz in den Sternen, ob wir es schaffen. Aber wir haben es geschafft. Am Ende ist das so, so stark. Nur nicht zu viel feiern, weil es gibt mindestens noch zwei weitere, die wir hier gewinnen müssen. Und wir schauen auch direkt mal, wie die anderen so, ob jemand schon weitergekommen ist. Ja, Mannheim ist weiter gegen Straubing. Leider, meine Straubinger sind raus. Auch hier kann man stolz sein, wenn man es jetzt in echt betrachten würde, wahrscheinlich auch. Und Iserlohn ist weiter gegen den Vizemeister und Frankfurt, Augsburg unentschieden. Beide Mannschaften haben wir ein Stück weit überperformt dieses Jahr, würde ich sagen. Also jetzt hier. Und wir spielen gegen Iserlohn. Oh Gott, wird das hart. Und Mannheim gegen Augsburg.
Iserlohn auf keinen Fall ein schlechter Gegner. Lasst gerne für die geile Folge ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne rein, was euer Tipp ist. Kommen wir weiter gegen Iserlohn oder sagt er nicht? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.